Hallo und willkommen zu einem weiteren Battlecheck. Heute wieder mit einer Klassenvorstellung und dieses Mal trifft es den Disziplinpriester. Wie immer vorweg, das ist kein Guide, Ausrufezeichen, sondern nur eine Klassenvorstellung mit allgemeinen Änderungen und Meinungen etc. pp. Der Disziplinpriester gehört mit zu den drei Spezialisierungen, die die meisten Änderungen in Battle for Azeroth bekommen. Zusätzlich dazu gehören nämlich noch der Nebelwirkermönch und der Wiederherstellungsdruide. An sich bleibt aber der Playstyle gleich. Man wird weiterhin durch das Verursachen von Schaden heilen. Man hat auch noch relativ viele Fähigkeiten, genauso wie vorher. Jedoch wurden auch einige entfernt, einige wurden noch hinzugefügt. Bei den Talenten wurde einiges verschoben, einige Talente wurden entfernt und durch neue ersetzt. Und einige Mechaniken wurden ein wenig abgeändert. Aber das Grundprinzip ist gleich. Und wir beginnen den ganzen Spaß wieder mit einem Blick in unser Zauberbuch, um uns anzusehen, was sich da so getan hat. Und das erste, was auffällt, vielleicht, ist, dass ein Zauber fehlt, nämlich das Bittgebet, unsere Sofortheilung. Die wurde entfernt, die gibt es tatsächlich nicht mehr. Dafür hat jetzt unser Machtwort Schild keine Abklingzeit mehr, also das können wir jetzt die ganze Zeit auf uns draufwirken oder auf unsere Gruppenmitglieder. Und somit haben wir da also den Ersatz im Endeffekt für das Bittgebet, was ja vorher eben unser Sofortzauber ohne Abklingzeit war. Die nächste Änderung, die trifft Euphorie, das wurde überarbeitet, das kleine Cooldownchen. Das hat jetzt 1,5 Minuten Abklingzeit, während der folgenden 10 Sekunden absorbiert Machtwort Schild 200% mehr Schaden. Und der Effekt tritt auch erst ein, wenn man Euphorie gewirkt hat, heißt also, wenn ich jetzt Machtwort Schild auf mich drauf mache, dann absorbiert das 1853 Schaden. Wenn ich Euphorie aktiviere, dann sind es immer noch 1853 Schaden. Und wenn ich jetzt ein neues Schild auf mich drauf mache, dann sind es 7133 Schaden. Und somit muss man dann also erst neu die Schilde wirken, bevor der Cooldown in Kraft tritt. Und hat dafür dann eben halt auch nur 10 Sekunden Zeit. Aber egal. Dann haben wir einen neuen Zauber, nämlich die Heilige Nova. Die gab es ja früher schon mal, haben dann aber nur noch die Heiligpriester gehabt. Jetzt hat man es auch wieder als Disziplinpriester. Macht nicht so unglaublich viel Heilung, nämlich nur 168 und dann auch noch 247 Heiligschaden. 320 Mana kosten, also kann man mal einsetzen, wenn man möchte, um schnell irgendwie die Gruppe hochzuheilen. Aber kostet dann halt auch 4 Mana und ist eigentlich auch nicht gerade hilfreich. Dann haben wir einen weiteren neuen Zauber, nämlich die Machtwort Seelenstärke, der Klassenbuff, der kehrt zurück. Hält eine Stunde lang an und erhöht eben die Ausdauer um 10%. Ja, ein schöner Klassenbuff, der dann wieder in unser Toolkit zurückkommt. Ein weiterer neuer Zauber ist das verzweifelte Gebet. Das hatten ja vorher nur die Heiligpriester auch. Und das erhöht eben 10 Sekunden lang die maximale Gesundheit um 25% und heilt uns sofort um diesen Wert mit 1,5 Minuten Abklingzeit. Ich habe jetzt hier 23.200 Lebenspunkte und wenn ich es drücke, habe ich 29.000 Lebenspunkte und wurde auch direkt um diese zusätzlichen 5.800 oder was das jetzt war geheilt. Genau, ein netter Oh-Shit-Button, um sich schnell selbst hochzuheilen. Und das war es eigentlich auch schon bei den aktiven Fähigkeiten und wir können uns um die passiven Effekte kümmern. Erstmal bei der Abbitte hat sich was getan, denn wir bekommen jetzt eben 60% des verursachten Schadens als Heilung. Das wird also ein bisschen gebufft. Dann haben wir die Macht der dunklen Seite als normales passives Talent erhalten oder passive Fähigkeit, anstatt als Artefaktfähigkeit oder als Artefaktbonus. Läuterung des Bösen bzw. Schattenwort Schmerz hat eine Chance, euren nächsten Einsatz von Sühne mit der Macht des Schattens zu erfüllen, die seine Effektivität um 50% erhöht. Genau, also der gleiche Effekt wie beim Artefaktbonus haben wir jetzt halt standardmäßig. Dann haben wir eine neue Meisterschaft bekommen. Wir hatten ja vorher die Meisterschaft Absolution, jetzt haben wir die Meisterschaft Gnade. Erhöhte bei von Abbitte betroffene Ziele die Wirksamkeit von Heilung und Absorption um 28,3%. Liest sich jetzt nicht so ganz anders wie vorher die Meisterschaft Absolution. Der Unterschied ist hier eben, dass wir quasi jetzt unsere Ziele, die mit Abbitte belegt sind, immer mit allen Zaubern um 28,3% mehr heilen oder 28,3% mehr Absorptionseffekte geben. Und es erhöht jetzt eben halt nicht mehr nur den Heilwert, den Abbitte für das Ziel liefert. Das ist auf jeden Fall eine schöne Verbesserung, da wir dadurch eben halt viel mehr Möglichkeit haben, mit dieser Meisterschaft zu arbeiten. Genau, und das waren alle Änderungen an den Basisfähigkeiten. Jetzt gehen wir hier nochmal durch, was wir weiterhin haben. Natürlich unsere Auferstehung, Heilige Pein normal als schadensverursachender Spell, Gedankenkontrolle haben wir weiterhin, wir können weiterhin läutern, um magische Effekte und Krankheiten zu entfernen. Wir haben weiterhin die Gedankensicht, wir haben weiterhin unseren Schattengeist bzw. Geistbeuge als Talent. Wir können levitieren, wir können Glaubenssprung weitermachen, wir haben weiterhin unseren Cooldown-Machtwort Barriere mit 3 Minuten Abklingzeit. Dann haben wir
weiterhin auch unser Machtwort Glanz, was uns für die Gruppenheilung ein bisschen unterstützt. Das wird auch nicht verändert. Dann haben wir weiterhin unseren psychischen Schrei. Wir haben weiterhin unsere Schattenheilung, die quasi so als Basisheilung jetzt gilt, da wir ja kein Bittgebet mehr haben. Dann haben wir unsere Magiebannung, wodurch wir einen nützlichen magischen Stärkungszauber von gegnerischen Zielen entfernen. Dann haben wir weiterhin unsere Massenbannung, wir haben weiterhin unsere Cooldown-Schmerzunterdrückung mit 3 Minuten Akkuzeit, wir haben die Massenwiederbelebung, wir haben unsere Sühne und wir haben unsere untote Fesseln, genauso wie Verblassen, und das war's. Jo, dann können wir uns eigentlich schon zu den Talenten begeben. Aber bevor wir das machen, schauen wir uns erstmal ein wenig was von der Rotation an, wenn man da bei einem Heiler von reden kann. Wobei, beim Disziplinpriester kann man tatsächlich fast davon reden, da man ja die meiste Zeit Schaden macht. Also, es hat sich wie gesagt nicht so viel verändert. Wir haben weiterhin unser Ziel, was wir natürlich meistens mit unserem Machtwort Schild belegen. Und dann bekommt es eben für 16 Sekunden lang die Abbitte, wodurch es dann eben durch Schaden, den wir Zielen hinzufügen, heilt. Also können wir nochmal drauf machen. Und dann haben wir unseren normalen Zauber, mit dem wir Schaden machen. Natürlich unsere heilige Pein, generell als normaler Zauber. Dann haben wir unser Schattenwort Schmerz, beziehungsweise die Läuterung des Bösen, wenn wir es als Talent ausgewählt haben. Und wir haben unser Schisma, falls wir es als Talent ausgewählt haben. Genauso wie unsere Sühne, die wir wirken können, um Schaden zu verursachen, als auch das Ziel zu heilen. Und somit heilen wir dann eben halt das Ziel, was von Abbitte betroffen ist. So, jetzt können wir hier nochmal ein bisschen heilen, beziehungsweise ein bisschen Schaden machen, um die Heilzahlen zu sehen. So, genauso wie vorher funktioniert das Ganze. Wenn wir irgendwie in Notsituationen sind, dann setzen wir natürlich unsere Schattenheilung relativ oft ein, um eben das Ziel schnell hochheilen zu können. Das funktioniert auch ganz gut. Und unser Bittgebet haben wir eben halt nicht mehr. Außerdem haben wir weiterhin unseren Geistbeuger als Talent, beziehungsweise unseren Schattengeist, den wir natürlich auch auf Cooldown auf das Ziel draufhauen können, um Schaden zu verursachen. Was die Gruppenheilung angeht, da hauen wir natürlich jetzt, wo wir keine Abklingzeit mehr haben von Machtwortschild, Machtwortschilder auf die ganze Gruppe drauf. Wenn es schnell gehen muss, dann haben wir natürlich noch unser Machtwortglanz, womit wir eben das Ziel sowie 4 verletzte Verbündete innerhalb von 30 Metern um X Gesundheit heilen und diese dann alle mit Abbitte belegen, wobei der Abbitte-Effekt eben um 60% verringert wird, beziehungsweise die Dauer, nicht der Effekt, sondern die Dauer wird eben halt um 60% verringert und hat dann eben mal 2 Aufladungen, ganz praktisch, um schnell alle Gruppenmitglieder, zumindest im Dungeon, mit der Abbitte zu belegen und dann hochzuheilen, indem wir Schaden machen. Falls wir natürlich in wirklich krassen Schadenssituationen kommen, wo es nichts mehr nützt, schnell dann noch Schaden zu machen, dann müssen wir natürlich weiterhin Schilde verteilen und Schattenheilung auf die einzelnen Mitglieder casten. Und wir haben natürlich unsere 3 Cooldowns, Machtwort, Barriere, Schmerzunterdrückung sowie Euphorie. Und Euphorie ist hier auf jeden Fall das Stichwort, da wir damit eben halt schnell unsere Gruppe mit Machtwort Schilden belegen können und diese dann eben halt mächtiger sind, was natürlich ganz praktisch ist. Schauen wir uns einmal die erste Talentreihe an. Hier haben wir erstmal Züchtigung, funktioniert genauso wie vorher. Sühne feuert während der Kanalisierungsdauer einen zusätzlichen heiligen Blitz ab. Die schicksalshafte Wendung funktioniert ebenfalls genauso wie vorher. Wenn ihr ein Ziel heilt, das über weniger als 35% Gesundheit verfügt, werden 10 Sekunden lang euer verursachter Schaden um 20% und eure hervorgerufene Heilung um 20% erhöht. Und Schisma funktioniert genauso wie vorher. Allerdings hat es jetzt eine erhöhte Abklingzeit, nämlich 24 Sekunden, dafür aber auch eine erhöhte Laufzeit, nämlich 9 Sekunden. Und auch der zusätzliche Schaden, den wir bekommen, wurde erhöht auf 40%. In dieser Reihe sieht es eigentlich wahrscheinlich genauso wie in Legion aus, nämlich dass wir schicksalshafte Wendungen meistens geskillt haben, vor allem später in Raids und in höheren Mythisch Plus Dungeons, wo es halt richtig was auf die Glocke gibt, wo man also öfters auf unter 35% Gesundheit fällt und somit der Buff auch öfters ausgelöst wird. Wenn man natürlich in Raids unterwegs ist, wo jetzt nicht so viel Schaden zum Beispiel reinkommt, sondern eher so stabiler Schaden auf alle, wo dann nicht wirklich oft jemand auf unter 35% Gesundheit sinkt, dann ist das natürlich nicht so interessant. Da sollte man natürlich situationsabhängig auswählen. Die Züchtigung und das Schisma, die wählt man natürlich auch vor allem aus, wenn man weniger heilen muss und dafür mehr Schaden machen möchte. Und bei Schisma ist es halt so, dass man da zumindest noch ein bisschen gut planen kann, wann man erhöhte Heilung durch Schaden haben möchte, da wir hier eben halt einen Zeitraum von 9 Sekunden haben, wo wir 40% mehr Schaden und somit auch 40% mehr Heilung durch die Abbitte bekommen. Dann haben wir die nächste Talentreihe. Hier haben wir erstmal Körper und Geist, hier hat sich auch was getan. Denn hier ist jetzt eben die Abklingzeit drauf, die von Machtwort Schild entfernt wurde. Das hier kann nämlich jetzt nur noch alle 6 Sekunden auftreten. Wenn wir Machtwort Schild oder Glaubenssprung auf das Ziel einsetzen, dann bekommen sie eben halt 3 Sekunden lang 40% mehr Bewegungsgeschwindigkeit, aber nur alle 6 Sekunden.
Dann haben wir unsere Selbstmarterung. Hier hat sich auch nicht wirklich was getan. Weiterhin unser ganz praktisches Überlebenstalent. Da bekommen wir eben halt von Schattenheilung, wenn man es auf einen selbst wirkt, dann heilt es den regelmäßigen Schadenseffekt zusätzlich zu dem Heilungseffekt. Und wir haben außerdem 10% weniger erlittenen Schaden, ganz praktisch. Und dann haben wir hier noch die Engelsfedern, weiterhin ein sehr praktisches Mobilitätstalent. Und hier entscheidet man sich dann eben halt je nach Kampf, ob man eher öfters mal sich selbst heilen muss oder ob man mehr Mobilität braucht. Die dritte Talentreihe sieht auch relativ gleich aus, allerdings hat sich im Detail ein bisschen was verändert. Erstmal die Schilddisziplin, da bekommen wir jetzt eben halt nur noch 0,5% unseres maximalen Manas wieder, wenn der Absorptionseffekt von Machtwort Schild ausläuft. Aber dadurch, dass ja unser Machtwort Schild keine Abklingzeit mehr hat, setzen wir es im besten Fall auch öfters ein und somit bekommen wir halt auch mehr von unserem maximalen Mana wieder. Und somit könnte dieses Talent eventuell auch mehr Mana in einem längeren Kampf regenerieren, als es eben halt der Geistbeuger macht, der in Legion eigentlich schon das Talent war, womit wir am meisten Mana regeneriert haben. Das funktioniert auch genauso wie vorher. Eine Minute Abklingzeit ersetzt den Schattengeist und 12 Sekunden lang wird dann eben halt der Geistbeuger beschworen, der bei jedem Angriff 0,5% unseres maximalen Manas wiederherstellt. Und dann haben wir ja noch unser Machtwort Trost. Das wurde ein bisschen gebufft, wodurch es dann eventuell zusätzlich zu den anderen Talenten halt etwa auf dem gleichen Niveau liegen könnte. Weiterhin 11 Sekunden Abklingzeit zerschmettert einen Gegner mit himmlischer Macht, die ihm 1444 Heiligschaden zufügt und 1% unseres maximalen Manas wiederherstellt. Also im Endeffekt jede 11 Sekunden 1% unseres maximalen Manas wiederherstellen. Hier muss man halt auf die Theory Crafter mal warten, was die da so ausrechnen. Ich könnte mir vorstellen, dass Machtwort Trost weiterhin nicht ganz so attraktiv ist, wie eben halt eine Schilddisziplin und ein Geistbeuger, aber vielleicht ist Schilddisziplin interessanter als eben halt der Geistbeuger. Gut, dann können wir weiter ins nächste Tier. Hier haben wir erstmal unsere psychische Stimme, die verringert weiterhin die Abklingzeit von psychischer Schrei um 30 Sekunden, hat dann also nicht mehr eine Minute Abklingzeit, sondern 30 Sekunden. Ist auf jeden Fall ein sehr praktisches Tool, was wir in unser Toolkit aufnehmen können, da das ja auch Zauber unterbricht, was in Dungeons auf jeden Fall öfters mal gemacht werden muss. Und somit hätte man dann eben halt einen zusätzlichen Unterbrecher als Disziplinpriester anzubieten. Dann haben wir unseren dominanten Geist. Der Tooltip im deutschen Client ist irgendwie falsch, denn das ist irgendwie was komplett anderes, als das es eigentlich macht, denn weiterhin ist das Talent so wie in Legion, dass wir eben unserer Gedankenkontrolle 2 Minuten Abklingzeit geben und dafür manchmal den Gegner kontrollieren, aber weiterhin unseren Charakter normal auch spielen können. Und dann haben wir hier eben halt noch unsere strahlende Kraft. 45 Sekunden Abklingzeit erzeugt eine Lichtexplosion, um ein verbündetes Ziel, die Gegner in der Nähe zurückstoßen zu lassen und die Bewegungsgeschwindigkeit 3 Sekunden lang um 70% zu verringern. Ist halt alles auch wieder sehr kampfspezifisch. Also hier haben wir eben halt den zusätzlichen Unterbrecher, den vor allem bei Trash-Mobs in Mythic Plus Dungeons vielleicht interessant sein könnte. Hier haben wir eben halt den gleichen Effekt wie in Legion, der auch manchmal in Dungeons interessant sein dürfte. Und dann haben wir eben halt unsere strahlende Kraft, womit wir öfters auch Gegner zurückstößen können. Wenn eben halt unser Ziel vielleicht gerade wenig Lebenspunkte hat, dann können wir die Gegner weg von ihm machen und haben dann halt mal kurz Zeit, den zu heilen. Aber natürlich ist es halt auch ein guter Effekt, um Gegner unter Kontrolle zu bekommen, indem sie dann eben halt Bewegungsgeschwindigkeit um 70% verringert bekommen, was eventuell auch im Raid interessant ist. In Uldir muss man öfters Gruppen von Gegnern kontrollieren, dass sie langsamer auf ein Ziel zugehen und damit könnte man das Ziel halt auch retten, wenn sie kurz vor ihm sind, dass man sie eben halt wieder zurückstößt und dass sie dann eben halt auch eine verringerte Bewegungsgeschwindigkeit hat. Also das hier eben halt eine Talentreihe mit vielen Kontrolleffekten. In der 75er Talentreihe hat sich ein bisschen mehr getan. Hier wurden nämlich 2 Talente entfernt und durch 2 neue ersetzt. Erstmal Sünden der Vielen erhöht euren Schaden um bis zu 12%, wird verringert für jeden Verbündeten, der von eurer Abbitte betroffen ist. Heißt also, das möchte man eher in Kämpfen einsetzen, wo man nicht ganz so viele Abbitten in der Gruppe verteilt, sprich da, wo nicht so viel Gruppenschaden reinkommt und wir somit auch 12% mehr Schaden in etwa mehr machen, außer natürlich für das Machtwort Schild, was öfters auf den Tank landen wird. Dann haben wir Reue, was genau das Gegenteil ist. Hier möchten wir nämlich so viele Abbitten, wie es geht, in der Gruppe verteilen, denn
Wenn ihr durch Sühne Heilung hervorruft, werden alle Ziele, bei denen eure Abbitte aktiv ist, um 202 Gesundheit geheilt. Im Endeffekt heißt das halt auch, dass wir Sühne öfters wieder als Heilung einsetzen und nicht so oft als Schadensspell. Und dann haben wir da eben halt mehr Gruppenheilung durch auf allen Zielen, die eben Abbitte auch haben. Ist halt nur 202 Gesundheit geheilt, was halt fast genauso viel ist, wie wenn ich hier so eine heilige Nova mache, was halt 168 Gesundheit ist. Aber ist auf jeden Fall auch ein netter passiver Effekt für mehr Gruppenheilung. Und dann haben wir noch das Schattenbündnis. Das hat jetzt eine Abklingzeit von 12 Sekunden. Dafür wurde aber auch der generelle Output erhöht. Weiterhin nutzt die Mächte des Schattens um das Ziel und bis zu 4 verletzte Verbündete innerhalb von 30 Metern um das Ziel, um 2274 Gesundheit zu heilen. Um sie bleibt aber eine Hülle zurück, die ihre nächste erhaltene Heilung in Höhe von 1137 Gesundheit innerhalb von 6 Sekunden absorbiert. Also in etwa so ähnlich wie die Schattenheilung, nur als Gruppeneffekt. Und das wird man wahrscheinlich öfters in Dungeon skillen als in einem Raid, weil wir hier eben halt auf jeden Fall die ganze Dungeon-Gruppe treffen. Und im Raid halt meistens eben halt nur ein paar Ziele, die da eben halt gerade von betroffen sind, wenn wir diese Gruppenheilung irgendwo reinschmeißen. Und generell ist es natürlich auch nicht so prickelnd, wenn wir diesen Absorptionseffekt drauf haben im Raid, wodurch die anderen Heiler und wir selbst dann natürlich weniger heilen können. In Dungeons, wo man das alles ein bisschen besser planen kann und auch vielleicht bestimmte Mythisch-Plus-Affixe zu regulieren, ist das dann auf jeden Fall ein interessanteres Talent, aber auf jeden Fall auch situationsabhängig. Ich gehe hier eigentlich relativ oft mit Sünde der Vielen, vor allem halt wie gesagt in Dungeons, wo dann öfters weniger Gruppenschaden reinkommt. Gut, dann kommen wir in die 90er Talentreihe. Hier haben wir erstmal die Läuterung des Bösen. Das wurde nicht geändert, ersetzt immer noch unser Schattenwort Schmerz. Läutert das Ziel mit Feuer und fügt ihm dabei 361 Feuerschaden sowie zusätzlich im Verlauf von 20 Sekunden 2204 Feuerschaden zu. Wenn ihr Sühne auf das Ziel wirkt, breitet sich der Effekt auf einen weiteren Gegner in der Nähe aus. Also Läuterung des Bösen funktioniert nicht so ganz gut mit Reue, weil man hier bei Läuterung des Bösen dann auch eher auf das Ziel wirkt. Das hier ist natürlich generell die AOE-Heilungsabteilung und bei Läuterung des Bösen geht man natürlich auch davon aus, dass man öfters mal Adds hat, was natürlich in Dungeons eher der Fall ist und dann auch eher in Trash-Umgebungen und nicht unbedingt bei einem Boss. In Raids gibt es natürlich auch Trash, aber in Raids wird man dieses Talent wahrscheinlich auch eher selten bei Bossen skillen, außer natürlich bei Bossen, wo man viele Adds auch zu bekämpfen hat, was öfters der Fall ist in Uldir. Also könnte die Läuterung des Bösen da also auch öfters attraktiv sein. Dann haben wir den göttlichen Stern, der wurde auch nicht wirklich verändert. Weiterhin 15 Sekunden Abklingzeit, Spontanzauber, schleudert einen göttlichen Stern 24 Meter weit nach vorne, der alle Verbündeten auf seinem Weg um 674 Gesundheit heilt und Gegnern 481 Heidischaden zufügt. Nachdem der Stern sein Ziel erreicht hat, kehrt er zurück und macht dann nochmal das Gleiche. Das ist natürlich vor allem interessant in Kämpfen, wo die Gruppe öfters beieinander steht, damit man auch alle so gut es geht vom göttlichen Stern treffen lässt, der dann eben halt auch alle heilt. Hier muss man nicht auf irgendwelche Adds achten, natürlich verursacht man damit nochmal Heiligschaden, wodurch dann die Abbitte ausgelöst werden würde, aber hier ist es halt nicht nötig, dass Adds in der Nähe sind, wie halt die Läuterung des Bösen. Das ist dann eben halt auch ein bisschen interessanter für die Raids. Und dann haben wir noch den Strahlenkranz, der funktioniert ebenfalls genauso wie vorher. Eine sehr schöne Burst-Heilung, die man dadurch bekommt, allerdings 40 Sekunden Abklingzeit, 1,4 Sekunden Cast-Zeit. Erschafft einen Ring aus heiliger Energie um euch, der sich rasch auf ein Gebiet mit einem Radius von 30 Meter ausdehnt, Verbündete um 1853 Gesundheit heilt und Gegner 1324 Heiligschaden zufügt. In Dungeons wahrscheinlich nicht der attraktivste Spell, weil man da öfters mal die Situation hat, dass man durch diese 30 Meter Reichweite irgendwelche Gruppen pullt, die man eigentlich gar nicht pullen wollte. In Raids wahrscheinlich das interessantere Talent, um öfters mal eine große Gruppenheilung rauszuhauen, wenn es nötig ist, da die Adds, die im Raids rumstehen, ja wahrscheinlich von den Tanks auch getankt werden und man den dann auch öfters im Raid-Bosskampf einsetzen kann, diesen Strahlenkranz. In Dungeons bei Bosskämpfen natürlich genauso interessant. Auch hier kommt es dann eben halt auf die Situation an. Die Läuterung des Bösen, könnte ich mir vorstellen, ist halt auf jeden Fall in Kämpfen, wo es viele Adds gibt, die stärkste Gruppenheilung. Und dann kann man sich entscheiden, ob man Strahlenkranz lieber einsetzt oder eben den göttlichen Stern. Und finally gehen wir in die 100er Talentreihe. Hier haben sich auch zwei Talente verabschiedet und wurden durch zwei neue ersetzt. Erstmal haben wir die Nachsicht. Abbitte verringert den erlittenen Schaden um 3%. Fertig, Ausschluss. Fertig. Mehr nicht, also 3% flat
weniger Schaden für die Leute, die Abbitte haben. Dann haben wir die leuchtende Barriere, die ersetzt Machtwortbarriere, hat weiterhin 3 Minuten Abklingzeit, hat weiterhin eine Reichweite von 40 Metern und ist weiterhin ein Spontanzauber. Allerdings muss man den jetzt nicht mehr platzieren, sondern er schützt alle Verbündeten innerhalb von 40 Metern mit einem Schild, der 10 Sekunden lang bei jedem Ziel 3369 erlittenen Schaden absorbiert. Bei der Machtworte-Barriere ist es ja so, dass wir das auf ein Ziel draufsetzen, also auf dem Boden, und dafür 10 Sekunden dann 25% den Schaden von allen Verbündeten verringern. Das ist jetzt fraglich. Ich finde dieses Talent halt ein bisschen langweilig, weil es halt jetzt nicht so krass irgendwie die Barriere verbessert. Weil ich meine, hier haben wir halt einfach Schaden, der wirklich absorbiert wird, und bei dem anderen haben wir halt einfach nur 25% Schaden, der verringert wird. Also das ist dann vielleicht auch kampfabhängig, ob man diese leuchtende Barriere skillen möchte. Auch vielleicht auch im Mythisch Plus Dungeons, je nachdem welcher Kampf da auf einen zukommt. Wenn man jetzt wirklich krass Schaden einfach nur absorbieren möchte, anstatt den erlittenen Schaden zu verringern, kann man das natürlich skillen. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, relativ situationsabhängig. Und dann haben wir noch den Prediger weiterhin. 1,3 Minuten Abklingzeit, Sofortzombau, verlängert die Dauer aller eurer aktiven Effekte von Abbitte um 6 Sekunden. Natürlich vor allem interessant in Raids, wo man halt öfters mal seine Abbitte auf Ziele verteilen möchte. Und durch diesen Cooldown kann man dann die Zeit auch verlängern, wodurch wir noch mehr Abbitte auf verschiedene Ziele eben halt drauf machen können, um eben halt noch mehr Gruppenheilung zu machen. Da muss man natürlich auch ein bisschen planen. Wenn man weiß, gleich kommt viel Gruppenschaden, dann setzt man so viele Abbitten wie es geht auf die Leute. Am besten natürlich sogar mit dem Machtwort Glanz und können dann eben halt die Laufzeit generell um 6 Sekunden erhöhen und danach sehr viel Burst-Gruppenheilung raushauen, was aber wie gesagt einiges an Vorbereitungen benötigt. Genau, was man hier jetzt skillen würde, ist auf jeden Fall sehr situationsabhängig. Man kann natürlich ganz einfach flat 3% weniger Schaden bei Abbittezielen machen, aber je nach Situation kann man natürlich vor allem auch den Prediger zum Beispiel nehmen, wenn man viel AOE-Heilung machen möchte. Und das war's dann auch mit den Talenten. Und somit sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Ihr seht, es hat sich einiges verändert. Neue Talente, neue Fähigkeiten, alte Fähigkeiten, die weggefallen sind und so weiter. Der Disziplinpriester bleibt aber weiterhin einer der stärksten Heiler und vor allem im Mythisch Plus Dungeons natürlich beliebt, dadurch, dass wir sowohl Schaden machen können als auch heilen. Aber die Skillgrenze beim Disziplinpriester ist auf jeden Fall genauso hoch wie in Legion. Und wer nicht so wirklich multitaskingfähig ist und Schaden sowie Heilung gleichzeitig machen kann, für den ist Disziplinpriester wahrscheinlich weiterhin eine eher schlechte Wahl. Aber für die, die das gut koordinieren können, die können auf jeden Fall sehr viel damit reißen. Gut, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!